Okay, guten Morgen Igels, herzlich willkommen zum Igel Quarantäne-Bot. Skillpart heute wieder, heute ist wieder der Handstand dabei. Ich hoffe, ihr seid fleißig am Üben, damit wir nächste Woche die ersten freien Handstände sehen können. Bevor es losgeht, wie immer erstes Warm-up. Wir haben diesen Tabata-Modus, bedeutet 20 Sekunden Arbeit, 10 Sekunden Pause. Es gibt zwei Übungen und zwischen denen wird immer gewechselt. Ja? Übung Nummer 1 ist ein Jump mit einem Tap an der Hüfte. Also einfach nach oben springen und am höchsten Punkt einmal die Hüfte treffen, ja, seid gnädig mit euren Nachbarn, macht das nicht ganz so laut, für 20 Sekunden, dann gibt es 10 Sekunden Pause und dann die zweite Übung für 20 Sekunden sind wieder die Walkouts, also stehen, wenn es geht mit gestreckten Beinen nach unten kommen, nach vorne laufen, so weit wie ihr könnt, macht euch richtig lang und wieder zurück. Zack, ebenfalls für 20 Sekunden. Ihr wechselt so oft hinterher hin und her, dass ihr jede Übung viermal gemacht habt. Ja? Danach machen wir den gleichen Modus nochmal. Und zwar gibt es jetzt einen Jump mit einem Double Tap. Also immer zweimal tappen für 20 Sekunden, dann 10 Sekunden Pause. Und Übung Nummer 2 ist der Dolphin Plank. Und zwar geht man dann in eine Unterarmstützposition, zack, und dann für 20 Sekunden den Po nach oben schieben. Und wieder nach unten. Ja, auch hier wieder hin und her wechseln, dass ihr jede Übung viermal gemacht habt. Okay, dann seid ihr warm genug. Dann kommt jetzt das nächste Video zum Skill-Part. Viel Spaß!